Hallo und herzlich willkommen in der Stadtbücherei Ibbenbüren. Mein Name ist Dagmar Schnittger. Heute zur Nacht der Bibliotheken zeigen wir Ihnen eine Lesung mit Matthias Navrat, der traurige Gast von unserer Partnerbibliothek, der Uwe-Jonsson-Bibliothek in Güstrow. Viel Spaß mit der Lesung und auf zur digitalen Nacht der Bibliotheken. Liebe Kulturfreunde, Matthias Navrat war sintemalen zu den Uwe-Jonsson-Tagen geladen und leider konnte er nicht kommen. Jetzt allerdings zu den virtuellen Lesungen ist er dabei und ich freue mich, Ihnen eine kurze Lesung von ihm präsentieren zu können. Viel Vergnügen! Guten Morgen, liebe Freunde der Literatur in Güstrow. Mein Name ist Matthias Navrat. Ich sitze hier in meinem Home-Studio in Berlin und lese Ihnen ein Stück aus meinem neuesten Roman, der 2019 erschienen ist, mit dem Titel Der traurige Gast. Ich lese Ihnen aus dem Kapitel Die Architektin vor. Es war Anfang Mai, als ich die Architektin kennenlernte. Am Ende unserer Straße, auf Höhe des Gesundbrunnen-Centers, befand sich seit ein paar Wochen eine Grube, neben der zwei gelbe Kräne in den Himmel ragten. Neue Wohnappartements und Studios sollten dort laut einer großen weißen Tafel entstehen. In der Grube war einen Tag nach ihrem Auftauchen schon Zement ausgegossen gewesen, aber bisher war kein nächster Schritt unternommen worden. Meine Frau Veronika und ich hatten ein paar Mal darüber gesprochen, unsere Wohnung umzugestalten, auch wenn wir es nicht wirklich vorhatten. Im Mauixchange hatte ich per Zufall auf der Theke neben verschiedenen Prospekten eine Visitenkarte auf einem Stapel gefunden. Dorota Kamscher, Architektin, stand darauf. Rufen Sie an! Weil mich diese Aufforderung interessierte, rief ich noch am selben Nachmittag unter der angegebenen Nummer an. »Aber Sie müssen herkommen«, sagte die Architektin am Telefon, nachdem ich ihr unser Anliegen geschildert hatte. »Ich verlasse meinen Stadtteil nicht.« »Sie bleiben immer nur in Schöneberg?«, fragte ich. »Ja«, sagte sie, »obwohl, einmal war ich segeln auf dem Wannsee. Ein Mann, in den ich sehr verliebt war, hatte mich dazu eingeladen und da musste ich natürlich durch alle auf dem Weg liegenden Stadtteile fahren, was mir gut gefallen hat. Aber das ist schon 30 Jahre her. Der Mann und ich waren sehr jung.« Ich war irritiert von dieser Eröffnung. Da mir die Geschichte außerdem wenig glaubwürdig vorkam, fragte ich sie, wie sie das mit ihrem Beruf vereinbare. Auch in anderen Stadtteilen werde doch gebaut. Eine Architektin müsse doch irgendwann ihre Gebäude besichtigen. »Ich arbeite von zu Hause aus«, sagte sie. »Ihre Visitenkarten lagen aber im Mauixchange«, sagte ich, »das ist doch in Kreuzberg.« »Eine Freundin hat sie dort für mich vorbeigebracht.« »Und der Segler? Was ist aus ihm geworden?« »Vermutlich lebt er noch heute irgendwo in dieser Stadt«, sagte sie. »Er hat eine Familie und einen Beruf, dem er gerne nachgeht. Vielleicht hat er sogar schon Enkelkinder.« Die Architektin sprach leise und gewählt. Ihr Polnisch erinnerte mich, wie mir, nachdem ich aufgelegt hatte, plötzlich bewusst wurde an dasjenige, das ich von meiner Oma kannte, die aus Brzeżany stammte, einer Kleinstadt, die vor dem Zweiten Weltkrieg polnisch gewesen war, heute jedoch zur Ukraine gehörte. Die musikalische Art und Weise, wie sie die Wörter miteinander verschmelzen ließ, weckte in mir die Vorstellung von uralten Potocki-Gräfinnen, von einer längst untergegangenen, aber im kulturell-genetischen Pool des alten Osteuropa noch präsenten Vergangenheit, die als Erinnerung fortdauerte. Ich fühlte mich davon angezogen, aber mich überkam auch, nachdem ich aufgelegt hatte, ein merkwürdiges Gefühl des Unbehagens. »Was meinst du mit Unbehagen?«, fragte Veronika, die mir gegenüber auf unserem Sofa im Flur saß, in der Nische unter dem Fenster, als ich ihr von dem Telefongespräch erzählte. »Ich weiß es nicht«, sagte ich. Ich musste in diesem Augenblick, auch wenn ich es selbst übertrieben fand, an die letzten Worte des Elfenbeinhändlers Kurz aus Joseph Conrads »Heart of Darkness« denken.
Ich sah die Szene auf dem Kongo-Fluss beinahe vor mir. Ich sah den in der Kabine siechenden Kurz, von Irrsinn befallen, längst für das Leben der normalen Menschen verloren, wie er aus wirren Albträumen für Augenblicke auftaucht und, den Blick schon in eine andere Sphäre gerichtet, wieder und wieder dieselben Worte sagt: Das Grauen. Du übertreibst, sagte Veronika. Vermutlich, sagte ich. Die Architektin wohnte in einem Teil Schönebergs, der geprägt war von bürgerlichen Wohnhäusern. Die Wohnungen hinter den Fenstern, so konnte ich an diesen Häusern mit ihren Erkern entlanggehend durch einige Scheiben sehen, hatten hohe Zimmerdecken und Stuck. Die arabischen Imbisse, wie ich sie aus unserem Viertel kannte, waren hier einsame Inseln zwischen Cafés, Weingeschäften und dem griechischen Restaurant an der Ecke. Das Haus mit der Nummer 17 befand sich in einer ruhigen Seitenstraße mit einer sich alle 50 Meter verengenden Fahrbahn. An den Engstellen ragte aus der Reihe der geparkten Autos jeweils ein bepflanztes, durch Kopfsteinpflaster begrenztes Halbinselchen in den Asphalt. Ich klingelte, die Gegensprechanlage blieb lange stumm, knackte dann doch und eine Stimme, die heller klang als die am Telefon, sagte meinen Namen und Vornamen. Nachdem ich bestätigt hatte, passierte aber nichts. Ich zögerte eine halbe Minute lang, denn wer wusste, was sie davon abhielt, den Türöffner zu drücken. Als ich aber beschloss, ein zweites Mal zu klingeln und den Finger schon auf den Knopf legte, summte das Schloss und die Eingangstür gab nach. Entschuldigung, sagte sie in der Tür im zweiten Stock, ich musste noch eine dringende E-Mail zu Ende schreiben. Sie öffnete die Tür ganz und trat einen Schritt zurück, um mich in einen unter meinen Füßen knarzenden, unter ihren aber kein Geräusch machenden Wohnungsflur einzulassen. Im Türrahmen eines der angrenzenden Zimmer bat sie mich, die Schuhe auszuziehen und mir aus dem Regal neben der Wohnungstür ein paar Stoffschlappen zu nehmen. Ich stand in diesem Flur, ich atmete ein und spürte eine überraschende Weite. In der Wohnung roch es nach etwas, das ich kannte. Ich meinte, es sei der Geruch alter Bücher, deren Papier in Zeiten hergestellt und umgeblättert worden war, die schon lange vergangen waren. Hinter der Architektin lag ein Durchgangszimmer, in dem ein Schreibtisch vor einem Fenster stand. Die rückwärtige Seite wurde ausgefüllt von einer Palme und anderen hohen Pflanzen. Aus diesem Raum führte eine weitere Tür, durch die der Ausschnitt eines Kühlschranks zu sehen war. Sie wollen also Ihre Wohnung umgestalten, sagte die Architektin. Wir denken lediglich darüber nach, sagte ich. Alle wollen ihre Wohnungen umgestalten, sagte sie. Sie lachte, und es war ein irgendwie kindliches, aber auch ironisches Lachen. Sie führte mich in ein weiteres Durchgangszimmer im hinteren Bereich der Wohnung, das auf den Hof hinausging. Um das Fenster zum Hof war der Raum etwas heller, aber das Licht wirkte wie Konservenlicht, wie Tageslicht zweiter Klasse. Es schien abgestanden, drang kaum über den Radius von einem Meter in den Raum hinein. Links von uns öffnete sich eine Flügeltür in ein großes Zimmer mit Balkon und Fenster zur Straße, die von Sonnenlicht erhellt war. Noch bevor ich jedoch in diesen Raum treten konnte, schloss die Architektin die Tür und lotste mich an den Esstisch im Durchgangszimmer. Sie selbst setzte sich an dessen Kopfende. Ich schaute, nachdem ich mich gesetzt hatte, auf eine Wand aus Buchrücken hinter verschiebbaren Regaltüren. »Nehmen Sie ein Stück Kuchen«, sagte die Architektin und deutete auf einen hellen Streuselkuchen mit weißer Zuckerglasur. »Dieser hier ist aus dem Supermarkt an der U-Bahn-Station, von der Sie gekommen sein müssen. Der Laden hat so gut wie nichts im Angebot. Seit Jahren heißt es, es werde einen Umbau geben. Auch soll der Laden von einem anderen Betreiber übernommen werden. Aber bisher ist nichts geschehen.« »Diesen Kuchen«, sie deutete auf einen zweiten, in Scheiben geschnittenen Kuchen, der blass und irgendwie mager aussah und mich in seiner Grobporigkeit eher an ein Omelett erinnerte, »habe ich selbst gebacken. Er ist meine Spezialität.« Ich legte ein Stück von dem selbstgebackenen Kuchen auf meinen Teller. Sie stand auf und verschwand in den Wohnungsflur, und ich hörte aus dem vorderen Bereich der Wohnung
Jenseits des Raums mit dem Schreibtisch und dem Zimmer Dschungel, Schranktüren klappern und Wasser rauschen. Ich nahm einen Bissen von dem Kuchen und wollte ihn sofort wieder auf den Teller fallen lassen. Nach nur kurzem Kontakt mit meiner Zunge hatte ich ein überwältigendes Erlebnis vollkommener Geschmackslosigkeit. Das Stück Kuchen lag in meinem Mund und sonderte nichts ab. Es zerfiel auch nicht, sondern behielt, wenn ich es kaute, seine gummiartige Konsistenz. Ich konnte das Stück, wie ich dann feststellte, kauen und schlucken, aber im Mund blieb kein Vermissen zurück. »Wie schmeckt er Ihnen?« fragte die Architektin, als sie zurückkam und aus einer silbernen Espresso-Kanne Kaffee in die Tassen goss. »Ich weiß es ehrlich gesagt nicht«, sagte ich. »Ich backe ihn eher aus praktischen Gründen«, sagte sie. »Er wird aber beginnen, Ihnen zu schmecken. In meinem Bekanntenkreis ist er inzwischen sehr beliebt. Ich verschenke viel davon an meine Freunde. Er ist sehr gesund, denn er besteht praktisch nur aus Eiweiß. Ich benutze auch keinen Zucker.« Sie begann, die Fotos unserer Wohnung, die mitzubringen sie mir am Telefon aufgetragen hatte, über den Tisch zu schieben und sie in wechselnden Konstellationen anzuordnen, mal in einer Reihe, mal in einem verzweigten Gebilde, bei dem der Flur mit unserem Sofa das Zentrum bildete, von dem aus unsere Zimmer und die Küche und das Bad wie bei den ausgefalteten Seitenflächen eines Würfels sich auffalteten. Sie betrachtete die Fotos lange. »Das ist eine Nische, ja?« fragte sie. »Diese Pflanze steht gegenüber von diesem Flurfenster?« Ich erklärte ihr, dass in unserer Wohnung das Flurfenster tatsächlich eine Besonderheit darstellte, denn der Flur endete in einer Seitenwand des Gebäudes, die freistand, sodass man ein kleines, quadratisches Fenster hatte einbauen können. Eben unter diesem Fenster, zwischen meinem und dem Zimmer meiner Frau, war die Nische, und in dieser stand unser Sofa. »Ja, das habe ich schon alles selber gemerkt«, sagte sie. Wieder verschob sie die Fotos, erzeugte eine neue Geometrie, verengte die Augen. Das Foto, das die Küche zeigte, besah sie besonders lange und skeptisch. »Diese Wand könnte man rausnehmen«, sagte sie. »Das würde unsere Vermietungsfirma vermutlich nicht gern sehen«, sagte ich. »Die Wohnung ist nur gemietet«, rief sie aus. »Das ändert natürlich alles. Am besten, man besitzt eine Wohnung. Ich besitze meine leider auch nicht. Wie viele Quadratmeter hat dieses Zimmer?« »Vielleicht 22«, sagte ich. »Das ist zu wenig.« »Wann werden Sie sich die Wohnung anschauen?« »Ich schaue sie mir jetzt gerade an.« »Ich meine, wann werden Sie sie besichtigen?« »Ich besichtige keine Wohnungen«, sagte sie. »Ein guter Architekt muss eine Wohnung nicht besichtigen.« »Bitte zeichnen Sie mir den Grundriss mit den genauen Quadratmeterangaben auf dieses Blatt Papier«, sagte sie und schob mir ein Blatt und einen Bleistift zu. Und dann hob sie das Foto der Küche hoch und schaute es wieder lange an, schüttelte den Kopf. »Diese Wand stört sehr«, sagte sie. Sie stellte mir noch ein paar weitere Fragen, ob ich mich in einem der Bereiche besonders gerne aufhielte oder ob ich zum Beispiel einen Hang zur Schwermut hätte. Sie fragte auch, ob wir die Wohnung lange behalten wollten oder ob sie für uns nur eine Transitstation darstelle. »Was heißt lange?« fragte ich. »Für immer«, sagte sie, was mich, als sie es aussprach, merkwürdig erschreckte. Ich sagte, »erstmal für immer, später dann vielleicht nicht mehr.« So, vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein kleines Kapitel aus meinem Roman »Der traurige Gast«. Das Buch versammelt viele Episoden um verschiedene Figuren, die in Berlin leben, um verschiedene Menschen, die teilweise sehr abgründige und dramatische Biografien haben und hatten. Und das war eben die Architektin. Der Mann, der diese Menschen alle trifft, der Ich-Erzähler, ist ein Schriftsteller, der sozusagen im heutigen Berlin so ein bisschen unterwegs ist und verschiedene Freundschaften schließt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag oder, wenn Sie das abends hören, gute Nacht. Und überstehen Sie diese Zeit gut, bleiben Sie gesund und vielleicht irgendwann mal sehen wir uns live. Ich würde mich darauf freuen. Tschüss.